Sie können sich auch ein Bildpaket anlegen, bei denen alle Bilder zu einem Festpreis verkauft werden. Das wird vor allen Dingen bei Download-Paketen gerne gemacht, dass es einfach alle Bilder der Galerie als Download gibt zu einem festen Preis. Dazu könnte man dann hier sagen, alle Bilder als Download, gibt dann hier auch wieder einen Preis ein. Bei uns kostet heute alles 100 Euro und sagt dann hier direkt, zum Beispiel, wenn man das möchte, sofort die Preisgruppe. Wir machen das jetzt auch bei der Hochzeit. Und genau das Gleiche, man kann bei diesem Paket auch Staffelpreise hinterlegen. Und wichtig ist jetzt hier, dass man die Option alle Fotos zum Festpreis aktiviert. Dann verschwindet die Möglichkeit, dass man noch einzelne Formate auswählen kann. Also es geht immer entweder oder. Entweder man wählt verschiedene Motive aus, wo die Anzahl dann festgelegt ist, oder man sagt eben alle Fotos zum Festpreis. Dann ist es egal, ob nur 2 Fotos in der Galerie sind oder 5000. Man würde dann alles zu diesem festgesetzten Preis bekommen. Und hier in unserem Fall, weil es ja ein Download-Paket sein soll, wählen wir dann Datei zum Download aus. Und wenn Sie mit Kindergärten und Schulen mit Zugangskarten arbeiten und sich Ihre Kunden mit mehreren Zugangskarten gleichzeitig anmelden können, dann ist es wichtig, dass Sie diese Option hier aktivieren, Preis des Pakets mit der Anzahl der Zugangskarten multiplizieren. Ansonsten würde man, wenn man sich mit 2 Codes anmeldet, die Bilder von 2 Codes von 2 Kindern zum Preis von einem bekommen. Und wenn Sie dies hier aktivieren, dann würde man eben direkt den doppelten Preis bezahlen mit 3 Zugangskarten, dann den dreifachen und so weiter. Der Rest bleibt wie gehabt. Beschreibungstext, weitere Angaben, Zeitraum. Und wir speichern jetzt das Ganze. So, wir schauen uns das jetzt auch wieder in unserem Testkunden an, weil wir jetzt hier mittlerweile 2 Pakete haben, kommt man jetzt erst auf diese Auswahl und wir möchten jetzt alle Bilder als Download. Da hat man dann nicht die Option, die Bilder erst noch auszuwählen, weil man ja direkt alles bekommt, deswegen einfach in den Warenkorb und in unserem Fall wurden jetzt alle 14 Bilder als Datei in den Warenkorb gelegt. Und hier würde man das Ganze dann auch mal einzeln sehen.